Nachdem Mission 4 uns zum ersten Mal mit meiner Kopfteil konfrontiert hat, begrüßt uns Mission 5 direkt mit diesem Anblick. Unsere Siedlung ist bis auf einen großen Turm vollständig zerstört und völlig frei von Siedlern, und das Spiel wäre damit normalerweise vorbei, würde nicht genau passend diese Flotte eintreffen. Diese Fähren transportieren 30 Diebe und 30 Level 2 Soldaten, euer erstes Ziel ist es also, die Passagiere in eure Siedlung zu bringen. Leider ist der direkte Seeweg blockiert, ihr müsst die Truppen also an der Küste absetzen und sie zu Fuß marschieren lassen. Der sicherste Weg führt an der nördlichen Küste vorbei. Sobald die Verstärkung in der Siedlung angekommen ist, müsst ihr euch beeilen, denn auch in dieser Mission habt ihr auf normal nur 30 Minuten, bis das dunkle Volk euch erneut besuchen kann. Auf leicht steigt eure Schonfrist auf 50 Minuten. Den ersten Angriff solltet ihr noch mit euren Level 2 Soldaten abwehren können, aber danach braucht ihr unbedingt neue Soldaten. Rusht am besten die Schwerindustrie und bedenkt, dass ihr mit Hilfe von Jägern relativ lang auf eine Gänsezucht verzichten könnt. Brot ist zunächst viel wichtiger. Was Rohstoffe angeht, müsst ihr nach Nordosten expandieren, um die Steinfelder nutzen zu können. Das westliche Gebirge enthält von allen wichtigen Rohstoffen etwas, später könnt ihr zusätzlich die Gebirge im Nordosten nutzen. Außerhalb eurer Halbinsel werdet ihr nur in den südlichen Gebieten weitere Bodenschätze finden, aber die waren in meinem Run nicht erforderlich. Wichtig ist, dass ihr an jedem wichtigen Ort, also Holzproduktion, Schwerindustrie und Getreidefarm, einen großen Turm mit Level 3 Soldaten habt oder mehrere kleine Türme, wenn wenig Platz vorhanden ist. Langfristig müsst ihr dafür sorgen, dass die Schamanen des Dunkelvolkes wenig Bewegungsfreiheit haben. Sobald das sichergestellt ist, könnt ihr den Übergang zu eurer Halbinsel mit einer Burg und ein paar Türmen abriegeln, damit das Dunkelvolk euch auch von dort aus nicht überraschen kann. Leider weiß ich aber noch nicht, wodurch der Wechsel zwischen meiner Kopterangriff und Raubzügen zu Fuß bedingt wird. Euer Endziel ist es aber, den dunklen Tempel zu vernichten, was ihr am besten mit einem Priester erreichen könnt. Der Tempel wird aber von Sumpfgebieten umgeben, was eher ein Fall für die Römer wäre, es für einen trojanischen Priester aber etwas kniffliger macht. Dafür interessiert sich das dunkle Volk aber auch wenig für das Gebiet direkt hinter dem Tempel. Sobald ihr also dort etwas gutes Land habt, könnt ihr euren Priester dort relativ sicher parken. Sobald der Tempel zerstört ist, ist die Karte zu eurem Gunsten entschieden.